Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Ich bin hier auf dem 8.2 Testserver. Zurzeit gibt's den zweiten öffentlichen Test und in dem wurden die chinesischen Panzer entfernt. Daher werden wohl in der normalen 8.2 dann auch keine chinesischen sein. Erst später werden die dann wohl hinzugefügt. Aber das macht nichts, denn ich werde euch jetzt einfach mal die amerikanischen Panzer zeigen, die neu dazu hinzugefügt wurden. Und da fangen wir mal mit dem T-21 an. Er ist wirklich ziemlich wendig, also ist 60 Grad pro Sekunde ist schon irre. Und er ist auch eigentlich recht schnell, dafür ist er nicht stark gepanzert. Allerdings hat er auch eine wirklich gute Feuerrate. Naja, dann gehen wir mal in eine Schlacht. Malinowka. Er ist zwar ein leichter Panzer, aber man kommt auch teilweise in solche Matches, also wird wohl ähnlich eingestuft wie der T-50-2. Der T-50-2 steht sogar in der Tabelle hier drüber. Das hier ist jetzt ein recht gutes Match für den Panzer hier. Normalerweise kommt man auch in T9 und T10. Ja, da kann man dann mal zeigen, was dieser Panzer hier so drauf hat. Mit circa 115 durchschnittlichem Schaden und dieser schnellen Feuerrate, also er lädt wirklich in 3 bis 4 Sekunden nach, ist da einiges zu machen. Ein Teamkiller hier oder hat er nur... vermutlich daneben geschossen. Aus Versehen. Die können es einfach nicht lassen. Mein PZ4 M10. Da bräuchte ich durchaus mal Unterstützung hier. Die Gun Depression, also wie weit er die Kanone runter tun kann, ist jetzt nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Die Durchschlagskraft, die reicht aber aus, um an der Seite an ziemlich vielen Panzern durchzukommen. So, dem mal ein paar Schüsse reindrücken. Eventuell kann ich den IS auch noch treffen. Verdammt, wer hat mich denn jetzt getroffen? Naja, da ich hier überhaupt keine Unterstützung habe, verziehe ich mich mal wieder. Und geh auf die andere Seite. Und die können sehen, wie die hier zurechtkommen. Hat der mir echt noch einen Schuss reingedrückt. Mein Leben sieht jetzt nicht mehr so besonders gut aus. Aber so mit 59 km/h Berg runter. Auf 60 lässt sich schon leben und der hier dreht schon ziemlich schnell. Da blinker ich hier mal da oben. Denn ich war ja dort und ohne Unterstützung kann ich nichts machen und jetzt kommst du da halt durch. Gehe ich mal hier durch.
Hoffentlich gewinnen wir das Ganze noch. Sieht eigentlich recht ausgeglichen aus. Ziemlich viele Teamkiller unterwegs. Aber er ist schon schnell. Verglichen jetzt mit anderen leichten Panzern, kann er schon überall mithalten. Captain ist langweilig, also fahre ich jetzt einfach mal hier lang. Und hoffe, dass ich ein paar gute Schüsse bekomme. Ohne selber drauf zu gehen. Obwohl im Moment sind es doch gerade ziemlich viele, also verziehe ich mich hier mal. Ja, gerade nicht ganz so schnell. Die kippen da fröhlich. Ich suche mir hier mal einfach mal eine schöne Stelle. Und versuche da etwas drauf zu schießen. Ein Tog. Zwei, das sieht scheiße aus, meiner Meinung nach. Der Tiger P kann man auf die Entfernung hier nicht allzu viel machen. Aber ich bin sogar durchgekommen. Der resettet da hier unseren Stützpunkt. Ja, da hatten wir jetzt keine Chance. Da oben waren haufenweise Tier 7er. Ja, das ist ein verlorenes Match. Da schreit er um Hilfe. Aber er wird keine bekommen. Gut, das hier ist verloren, also gehe ich dann mal zurück zur Garage. Ich hoffe, es hat euch einen guten Einblick gegeben. Dann machen wir mal weiter mit dem T71. Ist ein T7 leichter Panzer, auch sehr schnell. So gut wie keine Panzerung. Und ab hier haben dann die anderen, der hier auch, alle Autoloader. Wie die Franzosen. Ja, und mit dem kommt man dann schon ziemlich oft in solche Gefechte mit haufenweise T10ern. Wobei, auf dem Testserver gibt es viel mehr Gefechte, wo einfach mal die Hälfte aller Panzer T10 sind. Ja gut. Meiner Meinung nach ist es kein besonders toller Panzer. Besonders wenn man in diese Gefechte hier kommt, kann man nicht allzu viel anrichten. Er hat 6 Kugeln. Alle um die 100 Schaden. Lädt in 22 Sekunden ungefähr nach. Ja. Ist, glaube ich, etwas mehr als die Nachladezeit vom AMX-12T oder 1375. Aber auf meinem AMX-12T habe ich ja auch eine 100% Crew und hier ist es gerade mal eine 75%. Also müssten die eigentlich normal ziemlich gleich sein. Ja, lädt eigentlich recht gut. Und dann hat man halt eben diese 6 Schuss. Ich frage mich echt, was ich hier machen kann, außer zu scouten. Wobei das eigentlich recht gut geht. Das Scouten. Wow, ein guter Artillerieschuss. Ja, ich fahre jetzt einfach mal hier runter, denn was will ich denn sonst machen? Von da oben schießen, da kann ich mit dem Panzer hier vergessen. Berghoch ziehe ich auch den 50M. Jawohl. Hm.
Da ist so eine gegnerische Artillerie aufgescoutet. Wieso schießt denn keiner drauf? Den kann ich auch nicht treffen. Der 50M pusht etwas. Und da kommt noch einer. Da fühlt man sich schon gleich viel sicherer. Mal schauen, kann ich ihn jetzt treffen? Nein, steht hinter, immer noch hinterm Stein. Da 50-2. Wow, ich habe ihn sogar getroffen. Hätte nicht gedacht, dass ich meinen eigenen da treffe. Nein, das wird nichts. Den Chefi zu treffen, das wird auch nicht so einfach. Obwohl, hier ist gerade ein 50M draufgegangen. Und der andere ist nach vorne gepusht. Verschieße ich meine zwei Schuss noch an dem hier? War doch knapp. Dann lade ich einfach mal nach. Versuch mal da vorne hier etwas. Oh, jetzt ist er tot. Aber eventuell könnte ich noch einige Schüsse reinkriegen. Bevor die sich alle auf mich konzentrieren. Verdammt. Ach, den schieße ich noch weg und dann nochmal nachladen. Und wieder zurück. Ein Objekt, das könnte ich schön treffen. Verdammt. Oh, das sieht nicht gut aus. Aber er hat nicht getroffen. Und vorne komme ich eh nicht durch. Scheiße, hier schießt alles auf mich. Ich hoffe mal, er trifft mich einfach nicht. Und könnte den jetzt mal da unten jemand abschießen? Sieht ihn aber auch nicht mehr. Das war Artillerie. Aber jetzt kann ich den treffen. Allerdings ist mein Rechtsschütze tot. Schieße ich dem noch etwas rein? Und jetzt kann ich ihn auch nicht mehr treffen. Durchladen. Sieht nicht sehr gut aus. Ich versuche jetzt einfach mal durchzupushen und die Artillerie auszuschalten. Denn da kann ich nicht allzu viel machen. Oder auch nicht. Der hat ziemlich gut gezielt. So, jetzt leben bei uns nur noch die zwei Jagdpanzer hier. Und zwei Artillerie. Wobei die hier von der gegnerischen Artillerie wird gleich. Ja. Sieht so aus, als ob wir das hier auch verlieren. Aber ich hoffe, ich konnte den Panzer ziemlich gut zeigen. Ja, dann war's das für dieses Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ich die weiteren Panzer vorstelle. Bis dahin, tschüss.